gibt's nur einmal im Jahr. Hallo Leute, das große Spiel kann beginnen. Die Mannschaft kommt und darum aufgestellt. Die Welle! Und wir singen! La 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 la. Hey, jetzt kommt die SGB. La 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 la. Hey, jetzt kommt die SGB. Hamburg-Meisterschaft. Dann haben wir wieder mal einen Fußball. Die Spannung, komm rein!
ganz besonders in seinem Abschiedsspiel traf unsere Nummer 7, Kai Volker. Siebzigste Spielminute. Und jetzt möchte ich die gesamte Westtribüne, dass sie sich erhebt. Denn unsere Nummer 7, die Standing Ovations, lieber Kai, nur für dich. Marvin Junior, mach es gut, lieber Kai. Du bleibst für immer ein Wattenscheider. Großer Fußballer. Alles Gute. Kai, lass dich abfeiern, du hast verdient. Und neu dabei mit der Nummer 17, Weihnachts Rotzis. Freunde an den Geräten zu Hause, das war der 34. Spieltag in der Fußball-Oberliga Westfalen. Die SG Wattenscheid 09 verabschiedet sich fulminant mit einem 4:1 gegen den SC Roland Beckum. Ein Ergebnis, das gar nicht mehr so ausschlaggebend war für unsere Glücksgefühle am heutigen Nachmittag, denn bereits am Mittwoch haben wir den Aufstieg eingetütet. André Pawlak, Cheftrainer der SG Wattenscheid 09, was ist in den letzten Tagen mit dir passiert, mit der Mannschaft passiert? Fass das mal kurz zusammen. Über das Spiel müssen wir, glaube ich, nicht so reden. Also, was soll man dazu sagen? Es ist seit Mittwoch eigentlich, ist hier so ein Dauerparty-Zustand eigentlich, sowohl bei der Mannschaft als auch stimmungsmäßig natürlich bei mir. Man kann das noch gar nicht so richtig realisieren. Und wenn ich sehe, heute im Prinzip was entschieden und wir haben trotzdem wieder 1500 Leute da heute, die mit uns feiern wollen. Die Mannschaft hat das nochmal toll gemacht zum Ende. Wir wollten unbedingt gewinnen, wir wollten uns nochmal für das Publikum was machen und das haben die Jungs getan. Also ich bin mega, mega stolz auf diese Truppe und kann nur sagen, überragendes Gefühl. Ja, und heute hat das Fußballgucken auch nochmal Spaß gemacht. 4:1, aber hat man bestimmt gemerkt, dass der große Druck weg war. Heute konnte Richter wirklich locker, flockig aufgespielt werden, oder? Ja, das hat mir gut gefallen. Nach vorne, nach hinten war manchmal auch zu locker. Ja. Haben einiges zugelassen, aber Benedikt Kuhn hat einen riesen Job gemacht, ja. Da, unser junger Torwart.
Und von daher war das dann auch zweitrangig, aber für uns war wichtig, dass wir nochmal mit dem Erfolgserlebnis in die Pause gehen. Zuletzt hat man dich mit dem Gipsarm gesehen. Hat dieses Erfolgserlebnis hier eine kleine Wunderheilung beschert? Oder wie geht's deinem Arm? Ja, man soll ja alles das tun, das zu Gesundung beiträgt, wenn man einen Krankenschein hat. Und das Spiel am Mittwoch hat definitiv dazu beigetragen. Und ich hatte 7 Tage Gips und jetzt geht es wieder und alles ist gut. Ja, in dem Sinne, die neue Saison beginnt Ende Juli in der Regionalliga. Wie ist unser Vorbereitungsplan? Kannst du da schon zu sagen? Wann geht's wieder los? Ja, losgehen geht es am 25.06. jetzt mit dem Training. Und dann findet vielleicht schon frühzeitig ein Spiel statt. Da glaube ich, kann ich auch nicht so viel zu sagen, wenn das noch nicht klar ist. Okay. Aber wir werden wahrscheinlich am 28.06. schon erste Testspiele haben und dann haben wir 4 Wochen Vorbereitungszeit. Das ist nicht viel, aber wir werden optimal vorbereitet sein. Keine lange Sommerpause. Die Mannschaft fliegt jetzt für ein paar Tage nach Spanien. Du musst leider arbeiten. Ins Arbeitslager, genau. Höchststrafe. André, ich sag vielen Dank für diese großartige Saison. Vielen Dank. Ich freue mich auf die kommende. Und der Captain hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Captain. Hey, happy birthday to me. Tschüss, bis nächstes Jahr. Dankeschön. Bis nächste Saison in der Regionalliga.